Hey Lieben, schön, dass ihr einschaltet. Jetzt haben wir da ein Diablo-Video. Mein Name ist Nis. Willkommen hier auf Nis spielt. Und wenn ihr mehr Sachen sehen wollt und mehr aktiv dabei sein wollt, lasst doch gerne Abo und Feedback da. Denn ich will jetzt mehr Content bringen und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Worum geht's hier? Ich wollte euch ein kleines Update halten zu Season 16. Einige von euch werden schon wissen, Season 16 kommt bald, aber das Ganze soll nicht die Season an sich betreffen, sondern was könnt ihr machen jetzt schon in der Season oder vor der Season 16? Was solltet ihr mit eurem alten Season-Charakter machen jetzt noch am Wochenende, bevor es losgeht? Und was es zu beachten gibt. Des Weiteren geht es noch hier um den Natadeur. Hier um den ganzen Natalia-Bild. In Marodeur und Natalia-Bild in Kombination, weil die ganzen Sets aktiv sich ändern werden. Ins quasi Unermessliche. Das neue Crater Rift Level 100 ist das neue 70, also ja, ist schon ganz nett. Ihr seht, ich mache ja schon relativ immensen Damage und schaffe auch locker einen 85er Rift ohne Probleme. Aber was das Ganze hier angeht, also ich zeige euch das mal kurz hier. 85 ist kein Thema, 90 habe ich auch schon gespielt. Aber das hält sich dann wenig die Grenzen, im Solo zumindest. Im Duo geht es natürlich noch ein bisschen höher. Aber den Natadeur ist an sich ein nettes Bild. Wie gesagt, es wird mehr. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich blende es eben mal ein, was ich hier für euch habe. Und zwar geht es darum, Season 16 kommt. Hier nochmal die Season-Belohnung. Ne? Was gibt's für die Season? Alles Schönes. Flügelchen, Porträtrahmen, ein bisschen Transmog hier wieder. Ja, ich will jetzt gar nicht so weiter genau darauf eingehen. Hier sieht es mal ein bisschen besser. Hier nochmal die Errungenschaften, die season-spezifischen Errungenschaften, das weitere Hendrix Gift. Also hier werden aufgelistet, welche Klasse welches Set geschenkt bekommt in der Season. Ihr kennt das ja schon. Solltet ihr es nicht kennen und Fragen haben, schreibt die unten in die Kommentare rein. Ich beantworte euch die sehr gerne. Wenn ihr noch unerfahren seid, was Diablo angeht, wie das Ganze sich abgeht, dann helfe ich da gerne weiter. Was ich gut finde, ist zum Beispiel die neue Erneuerung hier. Was die archaischen Items angeht, dass das wirklich unterschieden wird, weil ich habe auch schon eins leider einfach so verschrottet. Die sehen so aus und haben maximale Stats. Was sich jetzt hier an dem Bild geändert hat, kann ich euch gar nicht sagen. Meine nämlich hat sich nichts geändert, wobei da können wir auch gerade mal reingucken. Als Vergleich, ich halt sollte eigentlich irgendwas haben. Hier habe ich eins, ja, ist jetzt überdimensioniert. Hier noch eins, da ist noch eins. Was hat sich jetzt da aktiv verändert? Ich habe keine Ahnung. Meines hat sich nichts geändert am Aussehen am Bild. Naja, ist halt so. Ja, also wie gesagt, das wird jetzt besser dargestellt auf der Map schon. Das seht ihr schon, dass ihr eins kriegt. Die Dinger kriegt ihr erst, wenn ihr Solo Stufe 70 abgeschlossen habt. Also Solo Crater Stufe 70 müsst ihr geschafft haben in Time. Dann kriegt ihr garantiert schon eins bei 70, wenn ihr es macht. Und danach ist die Chance halt da, dass ihr jederzeit eins kriegt. Sei es aus der Kiste, sei es von einem grauen Mob oder wo auch immer her. Ihr könnt jederzeit eins kriegen. Von Bounties, überall könnt ihr so ein Ding herkriegen. Aber ihr müsst halt erst 70 werden. So. Ja, das ganze Gedönse, was jetzt kommt, Season des Prunks mit dem Prunkkriegen, wird natürlich nochmal besser. Aber hier unten geht es darum primär um die ganzen Eigenschaften von dem Jäger. Mal gucken, dass ich alle draufkriege. So soll das gut aussehen. Also ihr seht hier schon, der Marodeur wird einfach mal um das Vierfache gebufft im Schaden. Der Multishot-Bild wird einfach mal ums Dreieinhalbfache gebufft. Die Natalia wird einfach mal ums Vierfache gebufft vom Damage her. Also ihr seht, da kommt einiges an Damage rüber. Ja, der Melee Hunter kriegt nur ein bisschen an Buff. Dafür aber im 2er-Set-Bonus mehr als im 6er-Set-Bonus. Was vollkommen ausreichend ist. Also wie gesagt, wenn wir jetzt den Natadeur nehmen, Natalias Rache im 6-Set und 4er-Set-Bonus in Marodeur, ist da schon immens, was ihr da machen könnt, ja. Qual 13 ist damit einfach ein Witz. Also sie hätten eigentlich auch neue Qualstufen einfügen müssen, meines Erachtens jetzt. Weil aktuell ist Qual 13 schon hiermit ein Witz gewesen und das ist jetzt einfach noch witzloser in dem Sinne. Aber ist okay. Der Marodeur gucken wir uns gerade mal an. Wird einfach auch nur der 6-Set gebufft leider. 4er und 2er wird nicht gebufft. Aber auch da gehen wir von 3000 proaktiven Geschütztürmen auf 12.000, was halt immens ist, wenn ihr 5 Geschütztürme stellen könnt. Was ihr mit dem Bild machen könnt, wenn ihr die Passive drin habt und diesen Rucksack des Bombenschützens. Ja, ich wollte euch einfach damit mal auf dem Laufenden halten, was das Set aktuell aussieht und wie es aktuell aussieht und gespielt wird.
Wir gucken gerade nochmal hier unten rein in den Cube, was drin ist. Denn der Ring des Prunks, der fällt ja quasi weg. Das heißt, ihr könnt diesen Buff habt ihr dauerhaft als Buff aktiv. Das heißt, ihr könnt A einen neuen Ring hier einfügen. Plus, ihr könnt in allen anderen Sets ja auch einen Set-Gegenstand weglassen. Aber ja, im Prinzip könnt ihr in diesem Set nur den Ring austauschen. Aber in anderen Sets zum Beispiel könnt ihr viel mehr austauschen nachher in Season 16. Könnt ihr euch austoben. Wenn wir uns mal hier das angucken, den Multishot, ja. Ihr könnt quasi einen Teil komplett weglassen. Könnt euch einen neuen Kopf suchen, neue Brust suchen, neue Füße nehmen, ja, was auch immer. Und könnt euch zusätzlich den Ring sparen, weißt du? Ihr spart euch den Ring, könnt euch einen neuen Ring nehmen, den ihr braucht oder wollt. Ja, plus ihr könnt euch was anderes anziehen, ja. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel, wenn ihr einen Aschemantel findet, den Uralt, legt den Aschemantel an. Legt die Brust raus, wenn die schlechter ist, legt den Aschemantel an, wenn der besser ist, vom Damage her, und legt euch ein neues Item hier in den Cube rein. Also, da gibt es so viele grenzenlose Möglichkeiten, die wir machen könnten nachher. Und da will ich auch ein bisschen rumprobieren. Das ist mit dem Barbar, einem Hexer, einem Magier. Echt geil, bestimmt nachher ein bisschen rumzutesten in Season 16. Mal gucken, was ich alles spielen werde. Anfangen werde ich hier mit dem netten Team Hunter, was ich testen will. Ja, Link hiervon haue ich euch natürlich unten mal in die Beschreibung. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Totenbeschwörer wird es nicht gebufft, also der Necro. Der wird noch ein bisschen gebufft in einem Set. Hexen wird gebufft, Zauberer wird gebufft. Und ja, das ist soweit das gewesen. Was ich euch schon mitteilen wollte. Also, natürlich ändert sich jetzt nichts an den Damage-Sachen. Ja? Die Damage-Sachen bleiben, also die Waffen werden jetzt nicht mehr Damage kriegen. Und auch sonst die Stats bleiben, ja, die gewohnt sind. Ja? Für die gewohnten Spieler, die das seit Jahren mitspielen, immer so mal so wieder. Da ändert sich nichts dran, ja, aber es haben sich halt die Sets gebufft. Was ich auch interessant finde, kann ich euch gerade nochmal einblenden, hatte ich eben gesehen, beim Drüberschauen, ist das Set von den Rings, wer es nicht kennt, ist das hier. Das kriegt auch einfach mal einen Buff von 100 auf 750%. Das ist doch pervers. Also mal ganz im Ernst. Kriegt es angezeigt? Dort, doch, ihr kriegt es angezeigt. Ja, es wird eng. Ja, aber okay, es passt noch. Ich zeige das mal. Es wird einfach gebufft, primär. Damit sollten nachher auch einige schöne Sachen drin sein. Mal gucken, ob ich es gerade finde in meiner Kiste, in meiner Wühltruhe. Nein, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Und hier ist es auch nicht. Ah. Nein, das ist Fokus-Zurückhaltung. Ich habe es bisher immer weggeschmissen. Werde es diesmal aber definitiv aufheben, weil. Für diesen massiven Damage Boost kann man echt mal einige geile Builds raushauen. Und mal gucken, was man damit so schön spielen kann. Ist zwar für kein T10 ohne Set möglich, aber für vielleicht den ein oder anderen neuen Dungeon, den sich Blizzard rausziehen könnte, durch den oder für den Herausforderungsportal, für den Challenge Rift, was hier jede Woche kommt, wo ihr die Kiste bekommen könnt, wo ihr hier diese Kisten rauskriegen könnt. Wird interessant werden, was man da für neue Sets kreieren kann, was sich Blizzard dann garantiert für einige Wochen rausziehen wird, wo sich Blizzard denkt, ah, oh, das könnte man nehmen, das nehmen wir uns, das und das nehmen wir uns raus. Da ist Blizzard nämlich sehr kreativ, nenne ich es mal. Und ja, also ich wollte einfach nur mit dem Natador auf dem Laufen halten. Da wird sich nicht viel ändern, meines Erachtens nach. Ich hau euch auch mal einen Link rein von Jesse, von Four Fantas. Der hat da ein tolles Video zugemacht. Was man sich mal angucken könnte, was den ganzen Demon Hunter angeht, also wenn ihr Demon Hunter affin seid und den gerne spielen wollt, hat Jesse da ein tolles Video zu rausgehauen, was allerdings schon vor Wochen oder Monaten war auf dem PTR. Ist aber immer noch aktuell, muss ich sagen. Ich habe es mir nochmal angesehen, ist immer noch recht aktuell. Er macht auch andere tolle Videos. Ich gucke mir da gerne die Videos an und geiz du auch an oder hol mir da Inspiration. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Ansonsten würde ich sagen, ich bin in der Season 16 garantiert dabei. Zwar leider nicht den Freitagabend, da muss ich arbeiten, aber ab dem Samstag geht es bei mir los. Und wenn ihr gern dabei seid, kommt doch gerne in die Community. Hier in die Legend of Darkness. Einfach eingeben, wie ihr die findet. Ja, dazu sagen, ja, Community, einfach draufdrücken, suchen, da Community suchen und dann seid ihr dabei. Ja, wegmachen. Da können wir gern zusammen einen anderen Rift laufen oder auch zwei, drei Rifts laufen, ist gar kein Thema. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich in-game an, ist gar kein Thema, ja, um Gottes Willen. Vielleicht auch einfach zwei, dreimal.
anschreiben, weil wenn man wieder so einen Rift durch hat und auf einmal 20 Items entlootet, ist der Chat einfach weg und man sieht es nicht, fällt nicht mehr direkt auf. Also schreibt mich ruhig an, keine Hemmung, ruhig zwei, dreimal schreiben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in Zukunft sehen, beim Stream dabei seid, wenn ihr einschaltet, guckt auf Twitch oder YouTube vorbei. Ich mache meistens einen Multistream. Und wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, Abo, Daumen und Feedback da lassen und dann sehen wir uns gerne zum nächsten Challenge Shift. Wenn ihr nicht da schon dabei seid bei den Videos, würde es mich freuen, wenn ihr dabei einschaltet. Ansonsten sehen wir uns in der Season und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Macht's gut.